Ich bin gekommen, euch zu lehren, wie man eine Seele zum Weinen bringt. Ich habe ein ganzes Leben gebraucht, um diesen Sound zu schaffen. Die Schreie der Gefolterten, die Hörner, die Orgel. Virtuos gespielt, alles gemischt, gemastert, Höhen und Tiefen justiert bis zur Perfektion. Möchtet ihr die Apokalypse hören? Hier ist sie, meine Freunde, hier ist sie. SZMK steht für Entartete Kunst. Und kein Verlag legt mir den Vertragsknebel um. Ich stehe am Mic in einer Generalsuniform. Und performe ne Rede vor einem archaischen Kult. SZMK steht für Entartete Kunst. Ich präsentiere sie meinem Vernissage-Publikum. Ziel am Mic und treff einen mental wunden Punkt. Und kein Verlag legt mir den Vertragsknebel um. Bonjour mes amis, willkommen zur nächsten Sitzung der Kulturschock-Therapie. Das hier ist pures Fentanyl. Ich lass dich beim Anblick meiner Sensen-Insignien schaudern. Und deine Hautpigmente laufen instinktiv blau an. Vor der Grim-Reaper-Aura, ich komm wie ein Orkan über die Sinnkrisenflaute deines inneren Auges. Und hinterlasse bildgewaltig tiefsitzende Trauer, so dass du dich fragst, ob Netflix eine Miniserie draus macht. Doch ich glaube, dafür bin ich nicht divers genug. Dafür hab ich viel zu viel privilegiert geerbtes Blut und zu wenig Political Correctness. Ich bin keiner aus der Traumfabrik, stamme des ich hofierende Duplette. Wofür ich stehe, fußt auf kompromisslosen Konzepten. Und die zertrampeln dir deinen verfickten Solarplexus. Wie bitte soll ich Klickmillionen scheffeln? Meine Zielgruppe wird nicht mehr produziert, weil sie viel zu obsolescent ist. Das Berghain lockt mit wöchentlichen Gästelisteplätzen, während die Church of Satan mich gern als Ehrenmitglied hätte. Aber ich lass mich von niemandem instrumentalisieren. Ich bin zu integer für Schmieren, komödiantische Bühnen. SZMK steht für Entartete Kunst. Und kein Verlag legt mir den Vertragsknebel um. Ich stehe am Mic in einer Generalsuniform und performe ne Rede vor einem archaischen Kult. SZMK steht für Entartete Kunst. Ich präsentiere sie meinem Vernissage-Publikum. Ziel am Mic und treff einen mental wunden Punkt. Und kein Verlag legt mir den Vertragsknebel um. Ich suggestiere seit Jahren eine subversive Planung. Und hier kommt nun meine offizielle Hungerspieleinladung. Meine Tafel ist gedeckt, aber der Markt ist übersättigt. Ich schmeiß Perlen vor die Säue, ihr Nomaden auf den Esstisch. Sei spit on your grave, ich ertränk dich in der Vorsuppe für deine künstlerische Erklärung eines Konkurses. Nur Masochisten verlassen sich auf Algorithmen, die alles mit Anspruch filtern, sobald du mal falsch geklickt hast. Ich bretter dir ein paar drakonische Aphorismen und du gerätst auf die schiefe Bahn Richtung Bahnhofshilfe. Denn ich fühl mich wie internalisiert zum Chaos stiften und lande nicht in einem Sack, sondern in einer Glaskokille. Wenn ich rap, spür ich ein Sieden in den Kapillaren. Mein Blut kocht hinter meinen iriden Plattenadern. Doch ich ignoriere alle Warnsignale, denn euch abzufucken ist mir wichtiger als das. Mein Körper kann mich mal auf den Weg aufzugeben ist nicht meine Art. Eine Pause nehmen ist nicht meine Art. Ich bin ein bisschen Psychopath. Stefano Valentini bittet zur Vernissage in seinen Mahnmalgalerien. SZMK steht für Entartete Kunst. Und kein Verlag legt mir den Vertragsknebel um. Ich stehe am Mic in einer Generalsuniform und performe ne Rede vor einem archaischen Kult. SZMK steht für Entartete Kunst. Ich präsentiere sie meinem Vernissage-Publikum. Ziel am Mic und treff einen mental wunden Punkt. Und kein Verlag legt mir den Vertragsknebel um. Ich bin, was ich bin. Ich habe keine andere Wahl. Würde ich gegen meine Natur ankämpfen, würde es mich umbringen. Ich kann ebenso wenig aus meiner Haut wie ihr.